Und noch eine, The Effect of Cognitive Control on Pain and Emotion, a Meta-Analysis aus 2019. Diese Meta-Analyse untersuchte die Auswirkungen von kognitiver Kontrolle auf Schmerz und Emotionen. Die Autoren führten eine Meta-Analyse von 58 Neuroimaging-Studien durch, die die Auswirkungen von kognitiver Kontrolle auf die Wahrnehmung von Schmerzen und Emotionen untersuchten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass kognitive Kontrolle eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Schmerzen und Emotionen spielt. Insbesondere wurde festgestellt, dass die Aktivierung des dorsolateralen präfrontalen Kortex, also eine bestimmte Stelle im menschlichen Gehirn, eine verbesserte kognitive Kontrolle und einer verringerten Schmerzwahrnehmung und emotionaler Reaktivität einhergeht. Also, wenn ihr die richtigen Gedanken fasst, und das kann man trainieren, dann habt ihr mehr Kontrolle über euren Schmerz. Soll heißen, ihr habt weniger Schmerzen.